Sie hören den Artikel Brennnesseln, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom 23. Februar 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Die Brennnesseln, Urtica, bilden eine Pflanzengattung in der Familie der Brennnesselgewächse, Urticaceae. Sie kommen fast weltweit vor. In Deutschland nahezu überall anzutreffen sind die große Brennnessel und die kleine Brennnessel. Nur selten auch die Röhrichtbrennnessel sowie die Pillenbrennnessel. Beschreibung: Vegetative Merkmale. Brennnesselarten wachsen als einjährige oder ausdauernde krautige Pflanzen, selten auch Halbsträucher. Sie erreichen, je nach Art, Standort und Nährstoffsituation, Wuchshöhen von 10 bis 300 Zentimetern bei den in Mitteleuropa vertretenen Arten. Die ausdauernden Arten bilden Rhizome als Ausbreitungs- und Überdauerungsorgane. Die grünen Pflanzenteile sind mit Brenn- sowie Borstenhaaren besetzt. Ihre oft vierkantigen Stängel sind verzweigt oder unverzweigt, aufrecht, aufsteigend oder ausgebreitet. Die meist kreuzgegenständig am Stängel angeordneten Laubblätter sind gestielt. Die Blattspreiten sind elliptisch, lanzettlich, eiförmig oder kreisförmig. Die Blattspreiten besitzen meist 3 bis 5, selten bis zu 7 Blattnerven. Der Blattrand ist meist gezähnt bis mehr oder weniger grob gezähnt. Die oft haltbaren Nebenblätter sind frei oder untereinander verwachsen. Die Zystolithen sind gerundet bis mehr oder weniger verlängert. Brennhaare. Bekannt und unbeliebt sind die Brennnesseln wegen der schmerzhaften Quaddeln, in Klammern Schwellungen, die auf der Haut nach Berührung der Brennhaare entstehen. Je nach Brennnesselart unterscheiden sich die Folgen. So ist beispielsweise die Brennflüssigkeit der kleinen Brennnessel, Urtica urens, wesentlich schmerzhafter als die der großen Brennnessel, Urtica dioica. Diese Brennhaare wirken als Schutzmechanismus gegen Fraßfeinde. Es sind lange, einzellige Röhren, deren Wände am oberen Teil durch eingelagerte Kieselsäure hart und spröde wie Glas sind. Das untere, flexiblere Ende ist stark angeschwollen, mit Brennflüssigkeit gefüllt und in einen Zellbecher eingesenkt. Die Spitze besteht aus einem seitwärts gerichteten Köpfchen, unter dem durch die hier sehr dünne Wand eine Art Sollbruchstelle vorhanden ist. Das Köpfchen kann schon bei einer leichten Berührung abbrechen und hinterlässt eine schräge, scharfe Bruchstelle, ähnlich der einer medizinischen Spritzenkanüle. Bei Kontakt sticht das Härchen in die Haut des Opfers und sein ameisensäurehaltiger Inhalt, in Klammern systematisch Methansäure, spritzt mit Druck in die Wunde und verursacht brennenden Schmerz sowie oft auch Entzündungen und die erwähnten Quaddeln. Weitere Wirkstoffe der Brennflüssigkeit sind Serotonin, Histamin, Acetylcholin und Natriumformiat. Bereits ein Zehnmillionstel Gramm dieser Brennflüssigkeit reicht aus, um die bekannte Wirkung zu erzielen. Histamin erweitert die Blutkapillaren und kann Reaktionen hervorrufen, die allergischen Reaktionen ähneln. Diese werden unter anderem durch Freisetzung körpereigenen Histamins verursacht. Acetylcholin ist auch die Überträgersubstanz vieler Nervenendungen und für den brennenden Schmerz verantwortlich. Brennnesseln lassen sich relativ gefahrlos anfassen, wenn man sie von unten nach oben überstreicht, da fast alle Stacheln nach oben gerichtet sind. Auch ohne Eindringen der Nesselstacheln in die Haut kann der Kontakt zur Brennflüssigkeit Folgen haben. Frischer Brennnesselschnitt, zum Beispiel nach dem Rasenmähen, verursacht bei Hautkontakt zuerst kaum Schmerzen, weil bereits gebrochene Brennhaare schlechter in die Haut stechen können und nur noch wenig Gift enthalten. Die von Kieselsäure spröden Brennhaare brechen beispielsweise bei der Mähmesserrotation und das flüssige Gift, in Klammern Ameisensäure, fließt frei aus. Teilweise folgt aber später an den Kontaktstellen mit empfindlichen Hautschichten über der Fußsohle, in Klammern Knöchel- und Spannbereich,
Eine Reaktion, da die Brennflüssigkeit nach dem Kontakt auf der nervenlosen Oberhaut (in Klammern Epidermis) schnell durch Poren in die darunterliegende Lederhaut (in Klammern Dermis) eindringt. Dort erreicht sie erst nach Stunden freie Nervenendigungen (in Klammern Nozizeptoren). Dagegen schmerzen Hautstiche frisch gebrochener Brennhaare schon innerhalb von Sekunden. Die relativ lange Giftkontaktzeit ist zur späteren Verätzungsintensität direkt proportional. Nur langsam unter stechenden Schmerzen mit Schwellungen wird das in die Lederhaut eingedrungene Gift abgebaut und die großflächig verätzte Oberhaut durch eine neue ersetzt. Die Brennnessel hat auch einer Reaktion der Haut ihren Namen gegeben, der Nesselsucht oder Urtikaria. Genau wie bei einer Reizung durch Brennnesseln verursacht sie juckende Quaddeln und es wird Histamin aus Mastzellen der Haut freigesetzt. Die Ursachen können aber sehr unterschiedlich sein. Generative Merkmale. Sie sind je nach Art einhäusig, in Klammern monözig, oder zweihäusig, in Klammern diözig, getrennt geschlechtig. In den Blattachseln stehen in verzweigten, rispigen, ährigen, traubigen oder kopfigen Gesamtblütenständen viele zymöse Teilblütenstände mit jeweils vielen Blüten zusammen. Die relativ kleinen, unauffälligen, immer eingeschlechtigen Blüten sind, in Klammern selten 2 bis 6, meist 4 bis 5-zählig. Die eingeschlechtigen Blüten sind etwas reduziert. Es sind meist 4, in Klammern 2 bis 5, Blütenhüllblätter vorhanden. Die männlichen Blüten enthalten meist 4, in Klammern 2 bis 5, Staubblätter. Die weiblichen Blüten enthalten einen Fruchtknoten, der zentral in der Blüte liegt und aus nur einem Fruchtblatt gebildet wird. Brennnesselarten sind windbestäubt. Wenn sich bei den männlichen Blüten die Blütenhüllblätter öffnen, schnellen ihre Staubblätter hervor. Dabei wird explosionsartig eine Wolke von Pollen in die Luft geschleudert. Der Wind überträgt anschließend die Pollen auf die weiblichen Blüten. Die sitzenden, in den haltbaren inneren Blütenhüllblättern locker eingehüllten Nüsschen sind gerade, seitlich abgeflacht, eiförmig oder deltoid. Die aufrechten Samen enthalten wenig Endosperm und zwei fleischige, fast kreisförmige Keimblätter (in Klammern Kotyledonen). Die Chromosomengrundzahl beträgt X gleich 12 oder 13. Einige ähnliche Arten. Die Arten der mit der Brennnessel nicht verwandten Gattung der Taubnesseln (in Klammern Lamium) sehen den Brennnesseln in Wuchs und Blattform sehr ähnlich, besitzen aber keine Brennhaare und auch sehr viel größere und auffälligere Blüten. Ähnliche Blätter wie die Brennnessel, allerdings wechselständig, hat die nesselblättrige Glockenblume (in Klammern Campanula trachelium). Schmetterlingsweide. Für die Raupen von rund 50 Schmetterlingsarten sind bestimmte Brennnesselarten eine Futterpflanze. Die Schmetterlingsarten Admiral, Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs (in Klammern auch als Nesselfalter bekannt), Silbergraue Nesselhöckereule, Dunkelgraue Nesselhöckereule, Brennnessel-Zünsleräule (in Klammern Hypena obesalis) und das Landkärtchen sind dafür sogar auf die Brennnesseln angewiesen. Andere Pflanzen kommen für diese Art nicht in Betracht (in Klammern Monophagie). Trotzdem scheinen sich diese Schmetterlingsarten kaum gegenseitig Konkurrenz zu machen, denn sie bevorzugen jeweils andere Wuchsorte der Brennnessel und sind relativ selten. Die Raupe des kleinen Fuchses sind an trockenen und sonnigen Stellen zu finden. Das Tagpfauenauge mag es zwar gleichfalls sonnig, aber dennoch luftfeucht und bevorzugt daher Plätze an Gewässern. Beide Arten benötigen überdies größere Brennnesselbestände. Der Admiral dagegen gibt sich schon mit Ansammlung einiger weniger Pflanzen zufrieden und bevorzugt eher kümmerliche Brennnesseln. Das Landkärtchen sucht sich die schattigsten Wuchsorte der Brennnesseln aus, die oft großen und dichten Bestände in den fluss- und bachbegleitenden Auenwäldern. Auf fast jede Brennnessel sind Fraßspuren einzelner Insekten zu sehen. Dabei müssen diese eine Strategie entwickelt haben, mit der sie die Brennhaare umgehen. Sie fressen sich um die Haare herum und bevorzugen dabei die Wege entlang der Blattnerven und den Blatträndern,
da sich dort keine Brennhaare befinden. Vorteilhaft für die Insekten: Das Gift dringt nicht aus der Spitze, wenn das Haar unten an der Wurzel angefressen wird. Verbreitung und Vorkommen: Die Gattung Urtica ist fast weltweit verbreitet. Nur in der Antarktis kommt keine Art vor. Von den etwa 30 Urtica-Arten kommen 14 in China vor. Hauptsächlich gedeihen sie in den gemäßigten Gebieten, sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel. Aber es gibt auch Arten in den Gebirgen der Tropen. Im deutschsprachigen Raum kommen 4 Brennnesselarten vor. Die bekanntesten sind die zweihäusige große Brennnessel, Urtica dioica, und die einhäusige kleine Brennnessel, Urtica urens. Außerdem existieren hier noch die Röhrichtbrennnessel, Urtica kioviensis, und die aus dem Mittelmeerraum eingeschleppte Pillenbrennnessel, Urtica pilulifera, deren gelegentliche mitteleuropäische Vorkommen auf die Kulturflucht aus Kräutergärten zurückzuführen ist, in denen sie wegen ihrer schleimigen Samen kultiviert wurde. Einige Arten sind sehr anspruchslos und besiedeln deshalb ein breites Spektrum an Habitaten. Zeigerfunktion: Ein starker Brennnesselwuchs gilt allgemein als Zeiger für einen stickstoffreichen Boden und bildet sich oft als Ruderalpflanze auf früher besiedelten Stellen aus. Eine große Anzahl Brennnesseln in einem Gebiet erlaubt es somit, auch ohne chemische Untersuchungen Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit zu ziehen. Systematik: Die Gattung Urtica wurde 1753 durch Carl von Linné in Species Plantarum aufgestellt. Der Gattungsname Urtica leitet sich vom lateinischen Wort urere für brennen ab. Die Gattung Brennnesseln Urtica enthält etwa 45 Arten. Lebensmittel: Von einigen Arten werden die grünen Pflanzenteile, die unterirdischen Pflanzenteile und die Samen verwendet. Als Frühjahrsgemüse werden die jungen Brennnesseltriebe wegen ihres hohen Gehalts an Flavonoiden, Mineralstoffen wie Magnesium, Calcium und Silizium, Vitamin A und C, ca. 7-mal mehr Vitamin C als eine Orange, Eisen, aber auch wegen ihres hohen Eiweißgehalts geschätzt. Die Brennnessel enthält in der Trockenmasse etwa 40% Eiweißanteil, der weit höher ist als bei der Sojabohne, in Klammern prozentual gesehen. Der Geschmack wird als dem Spinat ähnlich, aber aromatischer und als feinsäuerlich beschrieben. Besondere Verbreitung fanden Brennnesselgerichte in Notzeiten, in denen Blattgemüse wie Spinat oder Gartensalat zugunsten nahrhafter Pflanzenarten kaum angebaut wurden, um bei der armen Bevölkerung, da Brennnesseln auf Brachflächen und in lichten Wäldern reichlich gesammelt werden können. Eine weitere bekannte Zubereitungsart ist die Nesselsuppe. Den besten Geschmack haben die ersten, etwa 20 cm langen oberirdischen Pflanzenteile im Frühjahr oder bei größeren Pflanzen der oberste, jüngste vegetative Bereich, die oberen 2 bis 4 Blattpaare. Aber auch die Samen der Brennnessel kann man rösten und eignen sich zum Verzehr. Siehe auch Hauptartikel Brennnesselspinat. Die unangenehme Wirkung der Nesselhaare kann man bei der rohen Verwendung für beispielsweise Salate entgegenwirken, indem man die jungen, oberirdischen Pflanzenteile in ein Tuch wickelt und stark wringt, sie sehr fein schneidet, beispielsweise mit dem Wiegemesser, mit einem Nudelholz gut durchwalkt oder ihnen eine kräftige Dusche verabreicht. Angeblich sollen die Nesselhaare auch schon bei gutem Durchmischen mit der jeweiligen Salatsoße zerstört werden. Kochen sowie kurz blanchieren für Brennnesselspinat sowie Suppen macht die Nesselhaare ebenfalls unschädlich. Auch durch das Trocknen der oberirdischen Pflanzenteile für die Teezubereitung verlieren sie ihre reizende Wirkung. Früher wurden gelegentlich Butter, Fisch und Fleisch in Brennnesselblätter gewickelt, um sie länger frisch zu halten. Tatsächlich verhindern die Wirkstoffe der Brennnessel die Vermehrung bestimmter Bakterien. Diese Praxis ist sogar gerichtsnotorisch. 1902 wurde eine Berliner Milchhändlerin aufgrund der Brennnesselblätter in ihrer Milch wegen Lebensmittelverfälschung angeklagt. Mit der Begründung, dass dies ein allgemein geübtes Verfahren sei, wurde die Händlerin jedoch freigesprochen. In Mitteleuropa, unter anderem den Niederlanden, Luxemburg
Österreich und Deutschland werden Brennnesseln auch als Zutat für Brennnesselkäse verwendet. Noch heute gibt man ganze oder gehackte Brennnesseln als Vitaminträger in das Futter von Küken, Ferkeln und Kälbern, damit sie schneller wachsen. Auch als ganze Pflanzen gibt man sie Hausschweinen in der biologischen Landwirtschaft gerne als Beifutter. Ethnobotanik. Die lange Geschichte der Brennnessel als Heilpflanze und Nahrungsmittel führt dazu, dass eine Vielzahl ethnobotanischer Traditionen und Ansichten über diese Pflanzenarten gibt, die teils dem Bereich der Mythen und des Aber- und Wunderglaubens entstammen. Einige der Bräuche: Am grünen Donnerstag Brennnesselgemüse zu essen, was für das folgende Jahr vor Geldnot schützen soll. 5 Brennnesselblätter in der Hand zu halten, um frei von Furcht und bei kühlem Verstand zu bleiben. Am Johannistag Brennnesselpfannkuchen zu essen, um gegen Nixen und Elfenzauber gefeit zu sein. Am 1. Januar Brennnesselkuchen zu essen, um sich ein gutes Jahr zu sichern. Fasergewinnung. Hauptartikel Fasernessel und Nesseltuch. Stoffe aus Brennnesseln gab es bereits vor Jahrtausenden. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts lebte das Interesse an der heimischen Faserpflanze aufgrund einer Baumwollknappheit wieder auf. Um 1900 galten Nesseln als das Leinen der armen Leute. Zuletzt wurde sie im Zweiten Weltkrieg verstärkt in Deutschland für Armeebekleidung verwendet. Färberpflanze. Lange Zeit gehörte die Brennnessel zu den Färbekräutern. Wolle kann man mit ihrer Wurzel nach Vorbeizen mit Alaun wachsgelb färben. Mit einer Zinnvorbeize, Kupfernachbeize und einem Ammoniak-Entwicklungsbad erzielen die oberirdischen Teile ein kräftiges Graugrün. Man benötigt etwa 600 Gramm Brennnesseln pro 100 Gramm Wolle. Besonders bei der Brennnessel kann der Farbton vom Zeitpunkt des Pflückens und Färbens abhängen. Deshalb ist die Technik bei Massenproduktion von Kollektionen in Vergessenheit geraten. Gärtnerische Verwendung. Die Brennnesseln finden insbesondere im biologischen Gartenbau vielfältige Verwendung. Ein scharfer Kaltwasserauszug, in Klammern nur 24 Stunden angesetzt, als Pflanzenstärkungsmittel festigt durch die enthaltene Kieselsäure die Zellwände der damit gegossenen Pflanzen und stärkt sie so gegen den Befall beißender wie saugender Insekten. Eine Jauche löst zusätzlich den Stickstoff der Brennnessel sowie Spurenelemente heraus und hat dadurch auch Düngewirkung. In Klammern Herstellung und Anwendung siehe Pflanzenjauche. Die anfallenden Reste können im Kompost verwertet werden. Eine kommerzielle Kultivierung der Brennnessel zur Herstellung von Brennnesseltee erfolgt auf speziellen Brennnesselfeldern. Das größte Vorkommen an Brennnesselfeldern befindet sich in der Ukraine. Die Aussaat erfolgt im April. Saatmenge etwa 4 bis 6 Kilogramm pro Hektar. Die Erträge liegen bei 35 bis 50 Dezitonnen pro Hektar. Sie hörten den Artikel Brennnesseln, gesprochen am 23. Februar 2013 von dem Benutzer Lord Euder. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Brennnesseln. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionsgeschichte. Der Artikel steht unter der CC BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können Sie in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.